Ich heiße Sagyong Shin. Ich komme aus Südkorea und lebe und arbeite in Friedrichsdorf in Deutschland. Mit meinen Arbeiten hinterfrage ich, was alltägliche Objekte eigentlich sind und wie sie eventuell sein könnten. Dabei sind mir menschliche Hände und deren Aktivitäten, wie zum Beispiel Bewegen, Formen, Greifen, sehr wichtig. Mit meiner eingereichten Arbeit Fingerlicking-Spoon habe ich versucht, die drei folgenden Fragen gestalterisch umzusetzen. Was ist ein Löffel? Wozu braucht man einen Löffel? Und wie würde man etwas essen, wenn gar kein Löffel existieren würde? Im ersten Blick ist ein Löffel zu erkennen mit der klassischen Stielform. Aber wenn man genauer betrachtet, sieht man einen Teil der inneren Handfläche, die eine Schale formt und als Laffe dient. Als ich zum ersten Mal die Arbeiten von Friedrich Becker im Foto gesehen hatte, war ich noch eine Bachelorstudentin in Korea. Ich war einfach fasziniert von seiner Präzision und spielerischer, innovativer Umgang mit der Schmuckgestaltung. Es ist für mich einfach große Ehre, dass ich nun bei diesem Wettbewerb mit dabei sein durfte. Obwohl ich mir mit Social Media etwas schwer tue, würde ich mit dieser Gelegenheit versuchen, da etwas aktiver zu werden. Bitte folgen Sie mir auf Instagram unter Sagyongshin, J-A-K-Y-O-N-G-S-H-I-N. Danke fürs Zuschauen.